Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 18.12.2023. Und unser DAX, der sieht ganz schön wackelig aus, nach wie vor. Wir hatten in der Freitagsanalyse schon darüber gesprochen, dass die Donnerstagskerze als Umkehrsignal gewertet werden muss, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt an der 17.200 hier oben war. Nur alleine durch das Anschlagen der 17.000, das starke Zurückstoßen, das Umschlingen des Kerzenkörpers zu den Vorkerzen ist also eine gute Ausgangslage, um unten raus mal ein bisschen Rücklauf zu erzwingen. Wir hatten gesagt, der soll ja dafür unter die 6,70. Wenn er unter 6,70 geht und auch wirklich Stress reinbringt, haben gesagt, er muss auch wirklich ein bisschen nervös sein. Dann soll er runter weiter zur 600 und zur 5,30. Das hat er nicht getan. Wir hatten gesagt, wenn er keinen Stress bringt und eher ruhig bleibt, dass sie bestimmt nochmal hochziehen in die 8,60 rein und von dort dann wieder abkippen lassen, so auf 7,60, vielleicht auch tiefer. Und das hat er gemacht. Er hat sich für dieses Entspannungspattern an der Stelle entschieden. Und trotzdem aber hier eine rote Tageskerze reingestellt. Ja, das heißt, das potenzielle Umkehrsignal bleibt hier jetzt erstmal aktiv, wird auch über den Wochenchart jetzt mittlerweile schon bestätigt, dadurch, dass der Freitag so tief geschlossen hat und der Montag relativ, wo war der Montag? Montag ist die Kerze hier, die ganz kleine, quasi auch höher eröffnet hatte. Damit haben wir auch eine rote Wochenkerze stehen mit einem langen, 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 langen Docht oben dran. Und bleibe ich dabei. Ja, also ich würde jetzt hier bei weiteren Tiefs, Tieffolgen, insbesondere wenn Stress kommt, das ist mir wirklich wichtig. Ich will jetzt nicht sehen, dass so ein Tief direkt nach oben ballert, wie blöd. Das würde sonst auf eine Range hinauslaufen. Ja, aber wenn er ein bisschen Stress reinbringt und sich auch unten durchschiebt, 600, 530 und dann auch ein bisschen mehr drinne. Ja, 530 wird aber insbesondere wichtig, weil er hier das letzte Hoch begrenzt. Aber wir haben auch hier tiefer noch offene Gaps und lauter anderen Spielekram, den wir noch bedienen können. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wie er sich verhält und wie er besonders auf den neuen Tiefs läuft. Ne? Da wird man ein bisschen raus erkennen können, wo der Wind jetzt hier bis Weihnachten und vor allen Dingen bis zum Jahreswechsel hingehen soll. Mittlere Bollinger Band ist auch sowas, was man hier ein bisschen im Auge behalten sollte. Wird auch unterstützt von den letzten Hochs. Ne? Es ist jetzt nicht nur die 5,30 hier, die als Cluster kommt, auch die 4,30 ist ein Cluster. Also haben unten raus auf jeden Fall Ziele. Heißt aber nicht, dass er fallen muss. Ne? Denkt dran, ja, auch wenn ich in der Analyse das ein oder andere Szenario manchmal ein bisschen ausgiebiger vorstelle, heißt das nicht, dass es so kommen muss. Es geht wirklich darum, dass wir immer wieder am Morgen auch gucken, wie verhält sich denn der Markt, bevor wir in die Position eingehen, erstmal ein Feeling für reinkriegen und würde der Markt am Montag sich hier über 87 gleich am Morgen drücken, würde das mir auf jeden Fall nach unten raus ein bisschen Fahrt rausnehmen, sodass ich mich mit Short vielleicht auch ein bisschen Dollar zurückhalten würde. Ist aber eine Timing-Frage, na, dass wenn er sich ganz früh hier so ein bisschen wie mit dem Aufwärtskämpfer ausgabt, ja, und wirklich so 9 Uhr hier schon so reinstellt und dann aber prompt umkippt, ja, wenn die Xetra hinter alle reinkommen, dann würde ich weiter shorten, aber ansonsten wäre ich oberhalb von 87 erstmal vorsichtig und würde dem Markt nochmal Platz geben, in 8,60 reinzulaufen, ja, und dabei das sogar erstmal da belassen halt, ne, 8,60 und von dort kommt er wahrscheinlich schon wieder zurück auf 27. Ja, müsste das letzte Hoch rausnehmen, das jetzt über 8,90, um hier wieder ein bisschen Fantasie nach oben zu entfalten. Sollte man aber in dem Stadium auch vorsichtig sein, kann auch eine kleine Bullenfalle werden. Gucken wir uns dann aber an. Ich glaube, er wird zum Montag noch gar nicht relevant. Gut, okay. Dann würde ich jetzt hier das Video schon mal kurz, also zumachen und nicht unnötig länger machen. Meine Stimme ist ganz angeschlagen. Ich denke, ihr habt es auch gehört. Tut auch alles weh hier. Nase, Hals. Volles Programm jetzt einmal aus der Kita abbekommen. Hier hat mir der Lukas mitgebracht. Aber wird alles wieder. Ja, wer krank ist, der wird auch wieder gesund. Und von daher, wenn mich der Sturz aus 8 Meter Tiefe hier nicht abbringt, dann wirst du eine kleine Erkältung auch nicht schaffen. Also von daher, gebt mir 2, 3 Tage Tee trinken. Dann ist die Stimme auch wieder normal. Und ja, ich mache hier zu, wünsche euch Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.